Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Wahrscheinlich die bekannteste Verfilmung der Augsburger Puppenkiste. Aber auch eine, die die Fernsehcrew und die Puppenspieler manchmal vor riesige Probleme stellte, erinnert sich Kameramann Jürgen Herrmann. Es gibt ja diesen Scheinriesen und das war für mich ein Problem. Schau mal, der Riese wird ja immer kleiner, je näher er zu uns kommt. Was soll denn das bedeuten? Guten Tag, mein Name ist Turtur. Wissen Sie, ich bin nämlich gar nicht so groß. Ich bin nur ein Scheinriese. Nur ein Scheinriese. Aber wie inszeniert man eine Marionettenfigur so, dass sie mal unglaublich groß erscheint und dann doch wieder normal groß? Gut, dann müssen wir für den Zuschauer die Situation schaffen und haben eben die Sandhügel. Wenn er groß war, haben wir die Hügel ganz klein gemacht und dann war er eben viel größer als die Hügel. Und wenn er näher kam, haben wir die Hügel immer größer gemacht, sodass er nachher genauso groß war wie die Sandhügel. Kameramann Herrmann hat also mit optischen Tricks gespielt. Und zwar auch dann, wenn es für die Protagonisten Jim, Lukas und die Lokomotive Emma ins Unterwasserreich von Meerjungfrau Susula Pitschi ging. Hi, das freut uns sehr, nun leuchtet hell auf das Meer. In der ersten Verfilmung, damals noch in Schwarz-Weiß, wurden in dieser Szene Seifenblasen eingepustet, um die Unterwasserillusion zu schaffen. Das hat mir nie gefallen, dann habe ich mir ein Aquarium bauen lassen, nur ungefähr 10 cm dick und habe das vor die Kamera gesetzt und haben dann einen Schlauch gehabt. Wenn es eine totale war, habe ich kleine Luftbläschen machen lassen. Das sieht dann so aus, als wenn es die Puppen in dem Wasser sind. Und wenn eben eine Nahaufnahme war, dann habe ich größere Luftblasen machen lassen. Sah das so aus, als wenn die wirklich diese Luftblasen im Wasser sind. Und auch die Puppen selbst wurden mit Effekten ausgestattet. Zum Beispiel die Lieblingsfigur von Jürgen Herrmann, der Halbdrache Nepomuk, der leider kein Feuer spucken kann. Hinten ging ein Schlauch durch bis zum Maul. Und dann wurde dieser Schlauch so gelegt, dass man ihn nicht sieht. Und dann saß eine Puppenspielerin da und hat eben Rauch durchgepustet, dann kam eben Rauch raus. Gedreht wurde tatsächlich in Augsburg, im Foyer des Puppentheaters, wo genug Platz für die verschiedenen Kulissen war. Die wurden vorher in den Werkstätten des Hessischen Rundfunks gebaut und dann nach Augsburg verfrachtet. Pagodenhäuser in der Drachenstadt oder die Vulkaninsel, alles musste etwa kniehoch sein, also auf die Größe der Marionetten abgestimmt werden. Und über all den Kulissen auf einem stabilen Gerüst standen und lagen die Puppenspieler, die jede Figur einzeln bewegten. Was nicht ganz leicht ist, erklärt Puppenspieler Hans Kautzmann. Wir haben eine leichte Hubschrauberperspektive von hier oben. Ja, das heißt, wir müssen uns fühlen. 10 Fäden bedienen die Spieler bei jeder Puppe. Hände, Füße, Beine, womöglich noch ein Klappmaul. Und das braucht viel Übung. Also wir sagen, dass man ungefähr 3 Jahre für mittlere Rollen braucht und 6 Jahre für Hauptrollen. Und für den Fernsehdreh mussten die Puppenspieler außerdem noch extreme Bedingungen überstehen. Durch die Scheinwerfer wurde es oft bis zu 60 Grad heiß und an einem Arbeitstag entstanden nur etwa 4 oder 5 Sendeminuten. Aber wenigstens mussten die Puppenspieler nicht auch noch sprechen, denn alle Szenen und Lieder wurden vorab im Studio eingesprochen und gesungen, von Profischauspielern und auch Laien. Das schönste Land in der Welt ist Melodania. Interessant ist auch noch die Musik. Die hat ja eigentlich dort ein Musiklehrer komponiert. Die Geräusche dagegen wurden nachträglich gemacht. Zum Beispiel von Jo Fürst, der beim Geräuschemachen hochkreativ wird. Zum Beispiel Schneeschritte, dann nehme ich hier diesen Sack. Speisestärke in dem Sack macht dann dieses Knirschgeräusch. Und auch ein mit Folien gefüllter kleiner Knautscheball hat viel Effekt. Kann man wunderschönes Feuer machen, wenn du den jetzt schön langsam hier in der Hand drehst. Insgesamt waren die Film- und die Puppenspielercrew etwa 6 Wochen mit dem Dreh einer Fernsehfolge der Augsburger Puppenkiste beschäftigt. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Denn seit 1953 locken die Geschichten der Augsburger Puppenkiste ein junges und jung gebliebenes Publikum vor den Fernseher. Feierabend immer.